Ihr Lieben, es ist soweit. Ich darf euch endlich das Cover zeigen und den Titel verraten für meinen neuen YA-Roman. Und ich möchte es gar nicht noch länger, noch spannender machen. Hier ist das Cover und es wird heißen Beyond the Game. Ja, ein englischer Titel, aber keine Sorge, es ist ein deutsches Buch. Ich schätze, die englischen Titel klingen einfach irgendwie ein bisschen cooler. Und ich bin super gespannt, was ihr zum Cover sagen werdet. Die ersten paar Stimmen, die ich schon dazu gehört habe, waren sehr positiv, was mich natürlich sehr freut und ich selbst finde es auch sehr cool und ich glaube, je länger ich es sehe und je öfter, desto besser gefällt es mir eigentlich auch. Also fingers crossed, dass die Rückmeldungen weiterhin positiv bleiben. Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Exkurs, denn ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail von einem blinden Mädchen bekommen, das gerne meine Videos hört. Und in dem Zuge habe ich dann auch mal gefragt, was ich machen kann, um meine Videos besser zugänglich zu machen für sehbehinderte Menschen. Und sie meinte, das wäre schon alles so okay, wie es ist, aber wenn ich explizit ein Cover eines Buchs erwähne, dann könnte ich es ja vielleicht auch beschreiben, damit man es sich vorstellen kann. Und es kommt recht selten vor, dass ich Cover von Büchern, die ich bespreche, explizit erwähne, weil mir Cover häufig gar nicht so wichtig sind. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass jetzt jedes Mal, wenn so eine Situation eintritt, zu machen. Ich glaube, ich habe es seitdem mindestens einmal schon vergessen. Aber jetzt nicht, jetzt habe ich daran gedacht. Also ich versuche einmal, das Cover zu beschreiben. Wir sehen auf der linken Seite eine junge Frau. Das ist unsere Protagonistin Nora. Sie trägt ein einfaches weißes T-Shirt und eine Jeans und sie hat eine Spielekonsole in der Hand. Sie steht mit dem Rücken zur Bildmitte und ebenfalls ihr mit dem Rücken zugekehrt steht auf der anderen Seite, auf der rechten Seite des Covers, ein junger Mann, der ein bisschen mysteriös wirkt, der uns sein Gesicht nicht zugewandt hat, sondern wir sehen sein Gesicht nur im Profil. Er ist ein bisschen im Schatten und die beiden werden voneinander getrennt durch eine leuchtende Linie, die einmal von oben bis unten durch die Mitte des Covers verläuft, längs. Und ich denke, diese Linie soll die Grenze zwischen Realität und virtueller Realität darstellen, wobei Nora dann auf der Seite der Realität stünde. Ja, ich hoffe, man kann sich das Cover so ein bisschen vorstellen. Übrigens, wer dieser junge Mann auf der rechten Seite des Covers ist, ist nicht so super hundertprozentig eindeutig, denn es gibt zwei männliche Protagonisten, die hier in Frage kämen. Der Verlag hatte bei der Gestaltung des Covers schon eine Person dafür im Hinterkopf und vorgesehen. Also es ist eigentlich schon klar, wer dargestellt werden soll aus Sicht des Verlags. Aber der Verlag hat mir auch gesagt, sie finden ganz schön, dass es nicht so super eindeutig ist. Und mir gefällt das eigentlich auch, weil ich mir denke, so kann jeder Leser und jede Leserin selbst entscheiden, wer von den beiden hier auf der rechten Seite des Covers dargestellt ist. Falls ihr in Zukunft das Buch gelesen habt und wissen möchtet, wer denn jetzt wirklich gemeint war, könnt ihr mir gerne schreiben und ich beantworte euch die Frage, aber ich möchte es im Moment lieber noch nicht spoilern. Jetzt sollte ich wahrscheinlich auch kurz sagen, worum es in dem Buch überhaupt geht. Es geht um die 17-jährige Nora, die so ein kleiner Informatik- und Videospiele-Nerd ist und ihr um einige Jahre älterer Bruder Ben hat sogar eine eigene Firma gegründet, die Virtual Reality-Spiele entwickelt. Ihr neuestes Game namens Animus schlägt schon vor der Veröffentlichung große Wellen, weil es heißt, dass es künstliche Intelligenz auf eine in der Spielewelt noch nie dagewesene Art und Weise einsetzt. Das Projekt ist jedoch streng geheim und es sollen keine Details an die Öffentlichkeit gelangen und auch Nora darf nichts wissen, was sie ziemlich wurmt. Und so verschafft sie sich eines Tages heimlich Zugang zu dem Spiel. Noch bevor es veröffentlicht wurde, beginnt es heimlich zu spielen und stellt fest, dass sich die KI auf eine unvorhergesehene Art und Weise entwickelt. Das Buch wird am 1. April als E-Book bei One erscheinen und ich freue mich natürlich riesig darauf, dass Noras Geschichte dann ein paar Leser und Leserinnen bekommen wird, endlich. Ich bin super gespannt, wie ihr das Buch finden werdet. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass es euch gefallen wird. So eine Buchveröffentlichung ist für mich, um ganz ehrlich zu sein, auch immer mit einer guten Portion Anxiety verbunden, weil ich weiß, dass das Buch nicht perfekt ist und ich weiß, dass jedes Buch auch immer negative Rezensionen kriegen wird. Aber ja, die Vorfreude überwiegt trotzdem und auch die Hoffnung, dass es doch den meisten Menschen gefallen wird. Damit sind wir schon fast am Ende dieses Videos angelangt, aber es gibt noch ein wichtiges Thema, das ich gerne ansprechen möchte. Und zwar habe ich für das Buch eine Vorbestelleraktion geplant. Das heißt, ich würde gerne allen Menschen, die das Buch vorbestellen, das heißt noch
vor der Veröffentlichung am 1. April bestellen, eine persönlich signierte Postkarte nach Hause schicken. Die wird so aussehen, das heißt, das Cover des Buches ist vorne auf der Postkarte gedruckt. Und wenn ihr an dieser Vorbestelleraktion teilnehmen möchtet, benötige ich drei Dinge von euch. Zum einen einen Screenshot eurer Bestellbestätigung, aus der hervorgeht, dass ihr das Buch vorbestellt habt. Zweitens eine Anschrift, an die die Postkarte geschickt werden soll. Und drittens, falls das aus der Anschrift nicht schon hervorgeht, einen Namen, für wen die Postkarte signiert werden soll. Das alles könnt ihr an meine E-Mail-Adresse info@carina-zacharias.de schicken. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch auf dieser Über mich-Seite hier auf YouTube, auf dem Kanal oder auch auf meiner Homepage. Und natürlich brauche ich das Ganze dann bis zum 31. März, bevor das Buch erscheint. Und dann werde ich Anfang April die Postkarten verschicken. Ich muss ja gestehen, ich habe auch überlegt, ob es ein bisschen vermessen ist zu denken, dass irgendwer sich über eine Postkarte von mir freut. Aber dann habe ich wiederum gedacht, ich glaube, man freut sich allgemein über Postkarten, egal von wem. Also mir geht es zumindest so, ich kriege gefühlt täglich 1000 E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, aber ich kriege überhaupt keine Postkarten mehr. Also falls ihr nochmal eine Postkarte im Briefkasten haben wollt und mich mit eurer Vorbestellung unterstützen wollt, dann freue ich mich riesig. Dann macht gerne mit bis zum 31. März. Vorbestellungen sind super wichtig für den Erfolg von Büchern und für Autorinnen und Autoren. Also schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mitmachen. Falls ihr auch Lust habt, mich zu unterstützen, aber das Buch lieber nicht kaufen wollt, dann hilft es natürlich auch enorm, wenn ihr das Video liked oder teilt. Und in den nächsten Wochen werde ich mit Sicherheit auch noch ein paar Instagram-Posts über das Buch machen. Und falls ihr die liked und oder teilt, dann hilft das auch ganz enorm dabei, das Buch besser sichtbar zu machen. Also für jegliche Form der Unterstützung schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Aber den größten Impact haben natürlich jetzt gerade die Vorbestellungen. Also ein ganz besonders großes Dankeschön an alle, die bei der Vorbestelleraktion mitmachen werden. Ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich schon darauf, die Postkarten für euch zu schreiben. Das soll es dann auch schon gewesen sein für dieses kleine Cover-Reveal-Video. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Euch alles Gute und wir sehen uns demnächst in einem neuen Video.